2,5 Millionen Views auf Klicksum hier im Monat. Wahnsinn, aber dazu gleich mehr. Auch wenn die Szene aus dem ersten Star Wars Film schon 40 Jahre alt ist, vielleicht kennt sie der ein oder andere. Ein aufgezeichneter Hilferuf von Prinzessin Leia wird von R2-D2 als dreidimensionales Video in den Raum projiziert. Seitdem tüfteln Forschungsteams weltweit daran, genau das in der Realität wahr werden zu lassen. Und tatsächlich, es gibt erste wirklich super spannende Erfolge. Mal wieder ein Vorschlag von WhatsApp und dazu jetzt die allerwichtigsten Facts zum Thema in Klicksum Science and Fiction. Herzlich willkommen. 2,5 Millionen Views im Monat, was für ein Wahnsinn. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, weil für einen Wissenschaftskanal ist das absolut rekordverdächtig. Tausend Dank also an alle, die mich hier unterstützen. Ich bin wirklich super happy und besonders auf WhatsApp, da kommen ja echt total coole Themenvorschläge rein. Einfach nur der Hammer. Also allen hier einen riesigen Dank dafür, dass ihr hier so regelmäßig meine Videos schaut, kommentiert, liked und weiter verbreitet. Ja, vielen, 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 vielen Dank. Und deshalb habe ich zum Schluss noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr könnt die Realität verändern. Wie das geht, und zwar hier im Video, das erkläre ich am Ende. Es wird eben Auswirkungen auf die Videos hier auf dem Kanal haben. In jedem Fall wird es lustig. Ja, die bislang entwickelten Technologien waren nur halb gelungen. Entweder waren die 3D-Projektionen in der Luft oder auf Plasma einfarbig oder sie hatten eine minimale Auflösung. Aber jetzt, bam, das ist wirklich der Wahnsinn. Die jetzt entwickelte 3D-Projektion ist hochauflösend, schwebt frei im Raum und kann von allen Seiten angeschaut werden. Dazu Daniel Smalley von der Universität Utah. Wir nennen es auch scherzhaft unser Prinzessin Leia-Projekt. Wir wollten die 3D-Displays aus der Science-Fiction Wirklichkeit werden lassen. Wichtig hierbei, es handelt sich nicht um ein gewöhnliches Hologramm, sondern um eine volumetrische Projektion. Im Gegensatz zu Hologrammen haben solche volumetrischen Projektionen tatsächlich drei Dimensionen. Hier ist der Blickwinkel nicht eingeschränkt. Es ist also tatsächlich möglich, sich um das volumetrische Display zu bewegen und es von allen Seiten zu betrachten. Anders bei einem Hologramm, das als zweidimensionale Projektion lediglich einen 3D-Effekt erzeugt. Winzige Partikel durch Laser manipuliert machen das möglich. Das ist ein wenig wie ein 3D-Drucker für Licht. Wir drucken gewissermaßen ein frei im Raum schwebendes Objekt mit diesen Partikeln. Das sagt Smalley. Die Partikel sind nur rund 10 Mikrometer klein und bilden so die Pixel. Ein unsichtbarer Laserstrahl bewegt sie und ordnet sie an. Sobald die Anordnung passt, werden die Partikel mit rotem, blauem und grünem Licht beleuchtet und zwar mit Hilfe von RGB-Lasern, die so das sichtbare Licht erzeugen. Auch ein dreidimensionales Video kann so projiziert werden, da der Laser die Partikel bewegt. Bisher sind so schon Schmetterlinge, leuchtende Ringe und eine Version der berühmten Leia-Szene aus Star Wars entstanden. Eine Gestalt mit bittend erhobenen Armen, Leia hier statt als Prinzessin, aber im Laborkittel. Und abgesehen von solchen Spielereien können sich die Projektionen auch hinsichtlich ihrer Auflösung sehen lassen. 1600 Dots per Inch, das wurde so bislang noch nicht erreicht. Ein anderes wirklich nennenswertes Forschungsergebnis wurde vor etwa 3 Jahren vorgestellt. Ein Forschungsteam aus Japan hatte ein holographisches Display entwickelt, das 3D-Bilder in der Luft schweben lässt. Das Besondere hierbei, diese Bilder können gefahrlos angefasst werden. Diese entstehen auf eine andere Art und Weise als Prinzessin Leia im Laborkittel und zwar mit Hilfe eines Lasers, der Lichtimpulse abgibt. Diese haben eine Dauer im zweistelligen Femtosekundenbereich. Die Lichtpulse ionisieren Moleküle am Fokuspunkt zu einem Plasma. Dadurch geben diese Luftmoleküle Energie ab in Form von Photonen, also Licht. Diese Lichtpunkte werden dann zu Bildern kombiniert. Noch sind die Bilder recht klein, sie haben ein Volumen von etwa 1 Kubikzentimeter. Doch weil die Pulse so kurz sind, können sie problemlos angefasst werden. Das Tolle, das Display reagiert sogar auf Berührungen. Berührt man es mit dem Finger, leuchtet das Display heller. Zudem spürt man einen kleinen Impuls auf dem Finger, da das Plasma Schockwellen produziert. Ja, dennoch völlig ungefährlich für die Haut, so das Forschungsteam, im Gegensatz zur Netzhaut. Da ist ein Schutz notwendig. Naja, so und jetzt hatte ich ja etwas versprochen. Ich hatte nämlich eine Wette mit mir selbst. Wenn ich diese unglaubliche Zahl erreiche, 2,5 Millionen Views im Monat, ist immer noch wirklich Wahnsinn,
dann färbe ich mir die Haare in einer verrückten Farbe. Im Moment bin ich Single, da gibt es keinen Ärger. Und jetzt kommt es, ihr könnt die Farbe bestimmen. Heute Abend mache ich eine Abstimmung auf WhatsApp, welche Farbe ich nehmen soll. Meldet euch also hier bei WhatsApp an, dann könnt ihr mitbestimmen. Dann fahrt ihr zudem vor allen anderen vom neuesten Video vorab garantiert von mir. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicks und mitmachen und Themen vorschlagen und eben bei Abstimmungen mitmachen. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der, genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür auch draufklicken, Smart Home, die Zukunft des Lebens. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann, bleibt dran.